Nadja, wir sind hier in deiner Ausstellung, in der du sechs Arbeiten auf Papier aus der Serie Verhängnis zeigst. Und das, was vor allem auffällt auf deinen Bildern, ist das, dass du dich also mit Mythologie beschäftigst. Und hier ein recht bekanntes mythologisches Personal darstellst. Dazu gehört Sisyphus, gehört Medusa, Ikarus, natürlich Amor, der praktisch eine tragende Rolle spielt. Und die Frage, warum interessierst du dich gerade für Mythologie? Das ist ja heute eigentlich eher unüblich. Ich habe mich schon als Jugendliche, also als 13-, 14-Jährige, ganz stark für die griechische Mythologie interessiert, weil so viel Menschliches in diesen Wesen vorhanden war und mich das unglaublich angezogen hat. Wie entwickeln sich solche Gestalten? Wie viel ist in zum Beispiel Zeus, was alles ist in diese eine Figur gepackt worden? Wie viel hat es mit dem Menschen zu tun und wie viele Eigenschaften spiegelt es wider? Und es war aber auch, das muss ich noch dazu sagen, da ich in der DDR aufgewachsen bin, immer dadurch, dass ich mit Religion überhaupt nichts zu tun hatte, aber trotzdem mich das wahnsinnig interessiert hat, was macht der Mensch mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Überblendungen, mit seinen Spiegelungen, wo packt er das hin? Und da hatte ich damals recht jung noch die griechische Mythologie für mich entdeckt. Und da unglaublich viel gelesen und das Thema hat mich immer mal wieder berührt und dann habe ich es wieder aus den Augen verloren. Und für diese Serie hat es mich einfach angesprungen. Das war so stark. Dieses Thema, was ich zu verarbeiten gedachte in dieser Serie, war einfach prädestiniert für die mythologischen Figuren, weil die spiegeln einfach wahnsinnig viel. Ja, also wie ich schon gesagt habe, die eine der wichtigsten Figuren, die praktisch deine Serie bewegt und belebt und sehr, sehr entschieden agiert, ist Amor, den du hier meine Geisel, also Amor meine Geisel nennst. Natürlich, Amor ist klar, das ist der Jüngling mit dem Pfeil und wo der Pfeil, wen den Pfeil trifft, der wird mit Liebe angesteckt. Also kann man vermuten, dass dass dich zu dieser Serie auch Liebe bewogen hatte. Und, aber andererseits ist die Liebe, wen Amor trifft, ist eigentlich die Geisel vom Amor und bei dir ist es ja umgekehrt. Amor ist deine Geisel. Warum? Als Künstlerin oder als Künstler hat man die wunderbare Möglichkeit, eigene Erlebnisse zu verarbeiten. Und das nutze ich sehr oft. Und auch in dieser Serie habe ich das genutzt. Und für mich war in dem Falle Amor meine Geisel. Und das war, und ich glaube, das kennt jeder aus seinem eigenen Leben, es gibt Beziehungen, die einem nicht gut tun. Und das Problem, dass man sich verliebt und mit jemandem Zeit verbringt, tut einem nicht immer gut. Und aus dem Grund, es ist auch Amor als Geisel. Du bist einfach in der Situation gefangen. Und dieses Gefangensein habe ich damals als eine Last, als eine furchtbare Geisel empfunden. Und dieser lange Weg, sich herauszuschälen aus einer fast Zwangssituation, das ist so der Ursprung der Idee gewesen: Amor, meine Geisel. Ja, also du verarbeitest hier eine Liebe, die eigentlich mehr eine Qual war. Also eine Liebe, die eine Leidenschaft war, die Leiden geschaffen So hatte. ist es. Und konntest du dich durch deine Kunst und durch diese Serie von der Liebe befreien? Ja, das hat mir unglaublich geholfen.
Das los, also das Ganze loszulassen, es zu verarbeiten und auch die vielen Ebenen, die sich abspielen in solchen unguten Beziehungen, konnte ich tatsächlich in die Bilder packen. So, und das spiegelt es auch wieder, viele, viele Ebenen in einem Bild. Also auch eine verhältnisvolle Liebe kann kreativ sein. Oh ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und neben der Mythologie, neben der griechischen Mythologie, also antike Stoffe, fällt auf, dass du eigentlich auf allen diesen Bildern auch dich selbst darstellst. Also ja. Es ist eine Kunst, die autothematisch genannt werden könnte. Und ja, du hast das schon ein bisschen erklärt, aber machst du das in allen deinen Bildern so oder ist das eher eine Ausnahme, diese Serie? Die Serie ist natürlich in der Form eine Ausnahme, aber sie ist auch total folgerichtig, weil es ging ja nicht um jemanden, den ich kenne, sondern es ging um mich. Und wieso sollte ich Gesichter einsetzen von irgendjemandem? Das hat keinen Sinn ergeben. Und es ist auch, in dem Moment ist es natürlich auch ein sich präsentieren und sich auch nackt machen, wenn klar ist, ich bin das. Das ist nicht irgendjemand, den ich mir ausgedacht habe. Es war auch ein Ehrlichsein mit sich und so dachte ich, okay, das bin immer ich, weil es ist mir passiert. Das Besondere an diesen Bildern ist auch, dass du mal, also ich würde sagen zweimal oder dreimal als Einzelperson auftrittst, also als Porträt oder als Ganzes im Falle vom Amor. Dann gibt es zwei Bilder, wo du doppelt, du würdest sagen verdoppelt bist. Ja. Und das Bild hinter uns, ja, das auch den Titel von Pein und Verderben handelt, also den Titel von Pein und Verderben trägt. Da bist du, ich habe nachgezählt, ich glaube 11 oder 12 Mal. Okay. Ja, ja, drauf. Ich ja. Und ja, warum, was möchtest du damit zeigen? Die Dualität oder sogar die multiple Persönlichkeit eines Menschen oder was steckt dahinter? Also in dem etwas größeren Bild hinter uns von Pein und Verderben war die Idee, dass der Amor, den wir im anderen Teil des Raumes sehen und der genau gegenüber dieses Bildes sich befindet. Und auf uns ihr seine Pfeile richtet. Genau. Wer weiß, was daraus wird. Genau. Vielleicht. Ja. Oh, das war die, die Grundidee, dass ich als Amor mich natürlich mit den Verletzungen immer nur selbst treffe. Ja, das sieht man ja hier. Also die Verletzungen sind an den unmöglichsten Stellen zum Teil und müssen eigentlich unglaublich schmerzhaft gewesen sein. Ja, ja, und es hätte behandelt werden müssen. Ja, und warum trägst du hier, du trägst ja auf allen diesen Bildern eine Mütze. Das ist, könnte es ein, vielleicht eine Narrenkappe sein, aber andererseits erinnert es auch ein bisschen an die Mützen, die die sowjetische, der sowjetische Geheimdienst Cheka trug, weil es dann auch so einen fünfarmigen Stern hat. Ist das Zufall oder war das bewusst? War das irgendwie, hatte das auch etwas mit der DDR zu tun? Das eigentlich eher nicht. Es ging tatsächlich darum, um die Idee einer Tarnkappe, das ist richtig. Ja. Und es ging auch tatsächlich darum, dass ich in der Zeit, in der ich diese Serie entwickelt habe, tatsächlich noch in diesem starken Verarbeitungsprozess war und ständig diese Mütze auf hatte und bemerkte, ich fühle mich dadurch behütet. Der Hut behütet mich. Und gleichzeitig als bildnerisches Stilmittel ist der Wiedererkennungseffekt natürlich einfach sehr gut gegeben und wird von Bild zu Bild immer weitergetragen. Also es kann sagen, außer der Mythologie ist diese Tarnkappe eines der Leitmotive dieses Zyklus. Ist auch eine Art Maskierung und
vielleicht auch eine Art der Maskierung. Mhm, ja, beides. Beides. Aber sie tritt auch in anderen Serien auf, nicht nur in dieser. Also dieser Hut zieht sich durch viele meiner Selbstporträts. Ja. Und gibt es eine Erklärung dafür, dass zum Beispiel diese dualen Bilder, also diese doppelten, zwillingshaften Bilder unter den Titeln Ikarus und Prometheus. Ikarus, also diese, gibt es einen Grund, dass diese dualen Bilder, also die Dualität, wo du deine eigene Dualität zeigst, auch so Titel haben, die eigentlich ziemlich singuläre Persönlichkeiten betreffen, wie Ikarus und Prometheus. Also Ikarus, kann man sagen, gut, er war mit seinem Vater Daedalus unterwegs, aber bei dem Prometheus spielte natürlich auch der Adler eine Rolle. Ist das auch ein, kann man sie auch damit erklären, diese Dualität, oder ist das was anderes? Das ist was anderes. Und die Idee des Amors, und da komme ich nochmal zum Anfang zurück, ist immer gewesen, dass die Verletzung, die man empfindet, wenn man nicht das bekommt, was man möchte, es ist unglaublich einfach, das die anderen Personen in die Schuhe zu schieben. Aber im Grunde genommen ist der Anteil an diesen schieflaufenden Sachen, der Eigenanteil unglaublich hoch. Und so war die Idee, sich immer wieder selbst zu spiegeln, um zu zeigen, das tue ich mir selbst an. Mhm. So, ich kann das nicht dem anderen in die Schuhe schieben, das wäre unbar. Also das, und so habe ich das gleiche, diese gleiche Idee auch auf diese Bilder übertragen, die immer wieder mich selbst als Opfer und als Täter, als zum Beispiel in Ikarus, diese Idee, ich kann unglaublich hoch fliegen und begegne mir dann selbst in Ikarus, küsse die Sonne, bin das auch wiederum selbst, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was tue ich denn da. Und so scheitere ich immer wieder an mir selbst und ja, falle nach ziemlich tief ab. Und auch in Prometheus ist diese Idee des, wer ist Opfer, wer ist Täter? Wann fängt an, eine Situation zu kippen? Wann weiß ich selbst, ich komme da nicht mehr raus? Und bin immer wieder mit mir selber konfrontiert, gucke mich im Spiegel an und finde keinen Ausweg. Und diese Idee bei Prometheus ist auch sehr deutlich zu sehen, weil es ist dieser Adler, der jeden Tag kommt und die Leber wegfrisst. Und das ist unglaublich intim. Und diese intime Szene war die Idee, daraus eine Liebesszene zu machen, wo der Adler wieder in meiner menschlichen Gestalt als Amor wieder gedoppelt wird und ich mich sozusagen ertappt fühle bei einem Liebesspiel. Das sieht man ja auch, das ist eine Art Ertappen, das ist wie ein Schnappschuss. Diese beiden gucken nach oben und fühlen sich ertappt bei einer ganz intimen Angelegenheit. So, ne, wann möchte man sich denn vor anderen so bloßstellen, dass man sagen muss, ich bin der Situation nicht gewachsen, ich komme da nicht alleine raus. Dass man sich diese Blöße gibt, das ist zwar diese Idee dieses Bildes. Ja. Und dieser Zyklus ist aus dem Jahre 2010. Du hast ihn schon oft gezeigt, ja. Und nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten. Wie reagieren die Leute darauf? Sind sie betroffen oder sind sie bewegt oder sind sie schockiert? Die meisten sind zuerst erstmal fasziniert von, weiß ich nicht, ein bisschen überzogen, aber schon im Banne gezogen von dem, was da hängt, diese großen Gestalten, alle nackt und was machen die denn da? Ist nicht ganz klar. Und dann gucken sie sich dann von Bild zu Bild und man sieht schon, dass sie das fesselt. Und der Aha-Effekt kommt aber immer erst, wenn ich daneben stehe und viel erzähle. Ja, ja. Und dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch
Und daraus entwickelt sich immer eine unglaubliche Tiefe, weil dieses Thema kennt jeder. Mhm. Und wenn du dich daneben stellst, erkennen die Leute wahrscheinlich erst in diesem Augenblick, dass du auf allen diesen Bildern bist, ja, und ganz schonungslos und offen deine sozusagen Wunden und deine Schwachpunkte und dann wiederum auch deine Stärken zeigst. Beides, ja. Und zum Beispiel hier hängt Amor neben Medusa. Medusa hat statt Schlangen, also dich, deine Köpfe in den Haaren. Ja. Und das sind zwei Bilder, also zwei Themen eigentlich, die einen festen Platz in der Kunstgeschichte haben. Es gibt zwei bekannte Bilder von Caravaggio. Amor siegt immer. Dieses Bild befindet sich hier in der Gemäldegalerie am Kulturforum. Und Medusa, das Haupt der Medusa in den Uffizien in Florenz. War das vielleicht ein Vorbild für dich, Caravaggio? Caravaggio auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja. Weil er sich auch, na gut, damals befassten sich sehr viele Künstler mit mythologischen, auch mit religiösen Themen, Caravaggio auch beiden. Aber ist auch dieser, das eine, das, was fasziniert ihn an ihm? Das Barocke oder mehr das Realistische? Weil er hatte zum Beispiel auch diesen bekannten, dieses bekannte Christusbild, wo Christus ja schmutzige Füße hat. Ja. Ja. Bei dir hat Amor hier auch schmutzige Füße. Aber zugleich auch rot lackierte Nägel, nicht? Also Amor könnte sagen, ist entweder eine Frau oder so eine Art, naja, könnte auch ein Hermaphrodit sein. Ja. 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 In dem Fall ist Amor auch eine Amazone. Amazone, also, ja. Wenn man ja, genau hinschaut, findet er auch die eine Brust. Es gibt eine Narbe an der Stelle, wo der Bogen angelegt wird. Ja. So, auch da gibt es wieder die Vermischung von verschiedenen Ebenen. Aha. So. Also Amor ist eine Amazone. Ja. Und was hat das mit Caravaggio zu tun? Also ich mag an Caravaggio tatsächlich diese unglaubliche Intimität. Mhm. Man sieht einfach, er erzählt ganz viel auch aus seinem Leben. Und die es ist ganz nah an seinem eigenen Leben. Und ich finde, es gibt nur wenige aus dieser Zeit, die gewagt haben, so klar und so auch so schonungslos wiederum aus dem eigenen Leben zu erzählen. Und man wusste ja, was mit Caravaggio ist. Er war tu nicht gut. Er hat einen Menschen getötet. Genau. Er war immer auf der Flucht. War immer auf der Flucht. Sehr, sehr früh gestorben, ja. Und das, auch das fasziniert mich an ihm. Diese unglaublich nah im Leben zu sein und am Ende auch daran zu scheitern. Das hier ist, gucke ich gerade auf Sisyphos, er, das heißt sie, du, guckst mir ganz schelmisch in die Augen, streckst die Zunge und auf der Zunge, von der Zunge fallen wieder zwei weibliche Gestalten runter. Ist das eine Art Ausspucken oder was ist das? Es hat viel damit zu tun, die Vergeblichkeit von Reden. Der Versuch durch Reden etwas herbeizuholen, was nicht herbeizuholen ist, aber dieser permanente Versuch durch Gespräche, den anderen doch zur Liebe zu zwingen oder ihn in die eigene Situation hineinzuziehen, indem man sich unwahrscheinlich öffnet in Gesprächen. Und es nützt aber alles nichts. So, diese unendlich vielen Gespräche am Ende bin ich immer am Anfang gewesen. Und deswegen roll ich mir hier auch die Zunge wieder nach oben. Also diese Vergeblichkeit des Sprechens. So eine Art Sisyphus-Arbeit, aber auf einer verbalen Ebene. Ja, und man sieht es ja auch. Guck da in der Art und Weise, ich lache über mich selbst, aber es ist auch furchtbar traurig gewesen. Ja, so, um solche Bilder zu malen, muss man doch eine gehörige Portion
Selbstdistanz haben und auch sich eigentlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Trifft das, habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall, das hilft nämlich ungemein. Ja. Und wenn du, was ist denn kreativer, eine unerfüllte, eine schlechte Liebe oder eine erfüllte und Genugtuung bringende? Ich denke, es gibt die erfüllte Liebe, die stärkt und die dir Energie gibt, ist für mich mittlerweile die Basis und der Ursprung meines Arbeitens. Es gibt unglaublich viel Bodenhaftung und in dieser Form bin ich viel energiegeladener und viel konkreter und viel genauer in allen Dingen. Manchmal bringt das Leben einfach so eine starke Situation, aber auch damals war nicht klar, oder damals war mir klar, ich muss das nicht haben, um kreativ zu sein. Ich habe was verarbeitet, das war enorm wichtig, um weiterzugehen und vor allen Dingen auch in Beziehung zu gehen mit einem Menschen, der mir gut tut. Abgesehen von diesem Inhaltlichen, also worüber wir schon ziemlich umfangreich gesprochen haben, fällt auf, dass du unglaublich perfekt zeichnest. Das sind einfach, ich würde sagen, Gipfel der Perfektion. Wie schaffst du das, einfach dieses Handwerkliche und Inhaltliche so rüberzubringen? Eigentlich auch mit ganz wenigen Farben, nicht? Denn hier diesen Bildern, die doch sehr expressiv und sehr farbig wirken, sind in Wirklichkeit, ich spreche hier jetzt von diesen Zeichnungen auf Büttenpapier, die sind eigentlich, da haben wir praktisch nur schwarz und rot, ja. Mhm. Ich, und trotzdem schimmern sie mit allen Farben. Das Amor-Bild, das ist dann Acryl auf Karton. Das ist auch, hat auch ganz wenige, praktisch nur Komplementärfarben, wirkt aber unglaublich farbig. Wie schaffst du wie gelingt dir das, mit ganz wenigen Mitteln so eine Farbigkeit zu erzeugen? Es ist die Frage der Disziplin in der Farbe. Wenn man nur zwei Farben oder wie beim Amor, sind es halt vier Farben, zur Verfügung hat, dann schafft man ein unglaubliches Spannungsfeld. Mhm. Und sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, macht riesigen Spaß. So, auch das Handwerk in dieser Form zu beherrschen und es zu zeigen, macht auch großen Spaß. Es ist einfach eine Leidenschaft, die sich das Handwerk und die Lust an der Erzählung, die Lust an der Geschichte, die Lust weiterzugeben, diese Kombination ist auch für mich als Künstlerin ein großer Anreiz. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Seit wann bist du denn als Künstlerin tätig? Ich bin als Künstlerin im Prinzip tätig, seitdem ich 15 bin. Und die Kunst ist für dich auch eine Art, Geschichten zu erzählen. Du hast mir ja gesagt und du hast mir auch deine Arbeiten gezeigt, du arbeitest meistens in Serien. Du schaffst auch diese grafischen Novellen, illustrierst auch Bücher und arbeitest vor allem gegenständlich. Das sind diese Neigung zur Gegenständlichkeit und zur Geschichte, zum Narrativen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist dieses Pochen auf Realität und auf irgendwie auf Wahrheit. Und da ist für mich die menschliche Gestalt und das Narrative für mich das einzig Richtige. So, diese Abbildung des Menschen und seiner Umgebung ist für mich das Reizvollste. Abgesehen jetzt von dieser Serie, wo die Motivation und praktisch so der Impuls, die Inspiration eine, ziemlich verhängnislose Liebe war, was inspiriert dich eigentlich zu deinen Arbeiten? Sind das
so spontane Impulse oder ist das alles durchdacht? Meistens ist es die Beobachtung meiner Umgebung, die gesellschaftliche Beobachtung, die politische Beobachtung. Das gehört für mich alles zusammen. Ich bin einfach eine Beobachterin. Und oft kommen Themen, entwickeln sich in mir, die ich unbedingt erzählen möchte. Themen, die ich finde wichtig sind, weitergetragen zu werden. Aber manchmal habe ich auch plötzlich eine Idee, ich sehe was und denke, genau, das wollte ich schon immer mal sagen. Und daraus entwickle ich dann sehr klar und sehr genau eine Serie. Ich denke da sehr lange drüber nach. Ich schreibe das auch nieder. Ich mache sehr viele Skizzen, also es wird in Wort und Bild vorher akribisch festgehalten, wie das Ganze choreografiert wird. Yeah. Und der Betrachter wird sozusagen hineingezogen in die Geschichte. Ja. Also das ist schon ein abgeschlossener Zyklus. Den du nicht fortsetzen wirst. In dieser Form nicht. Ja. Also Mythologie spielt jetzt für deine Kunst keine Rolle. Im Moment nicht. Im Moment nicht. Und was macht einen Künstler oder eine Künstlerin aus? Ist das nur das Handwerkliche, das Talent oder was gehört noch dazu, dass man das, dass man in die, also Mann und Frau in dieser doch in diesem doch sehr schwierigen Bereich, wo man ja nicht nur von Anerkennung leben kann, einfach bleibt und nicht verzichtet. Was ich glaube, jede Künstler oder jede Künstlerin definiert natürlich für sich selbst, was für sie der Inhalt dieses Tuns ist. Für mich ist die Kunst immer die riesige Möglichkeit, was zu erzählen, Beobachtetes wiederzugeben und es ist auch immer die große Lust und die große Leidenschaft, anderen das einfach vor die Nase zu hängen. Ich bin natürlich auch provokant, ich provoziere sehr gerne, ich will Reaktion. Das ist natürlich Teil der Kunst. Ja. Klar. Natürlich, weil ohne Reaktion hat es keinen Sinn, ein Bild an die Wand zu hängen. Das ist ja immer, das soll in so ein Bild, es ist sehr gut, wenn es mit dem Zuschauer, mit dem Publikum interagiert. Ja. Aber ich glaube, bei dir ist auch ein von einer großen Wichtigkeit deine unglaubliche Disziplin. Ja. Wie ist das angeboren oder musstest du das lernen? Oder musstest ich habe das gelernt. Ja, ich habe das gelernt über viele Jahre. Und ich komme aus einem sehr disziplinierten Elternhaus. Das kam mir dann irgendwann, als ich ein bisschen älter wurde und und ich sozusagen die Disziplin für mich wiederentdeckt habe, fiel mir das sehr leicht. Also auch Struktur, auch dies ist ein langer Lernprozess. Disziplin und Struktur ist aber auch enorm produktiv. So wirklich jeden Tag ins Atelier zu gehen, auch zu den unmöglichsten Zeiten. In dem Moment, in dem ich diesen Raum betrete, findet nur das statt. Und es ist, als würde ich einen Lichtschalter anknipsen und es geht los. Also ich setze mich da nicht hin und sinniere, sondern ich gehe da rein und es geht los. Du zeichnest nicht nur, du malst auch. Und nicht nur Menschen sind, die menschliche Figur ist das Thema deiner Kunst, sondern auch die Natur. Also dein Interesse ist sehr breit. Und Kultur, Natur, Mensch, Blumen, Stillleben. Ist das schwer, alles unter einen Hut zu bringen oder hängt das auch von deiner Stimmung ab oder wovon hängt das ab, was du gerade machst? Das ist meistens ist ein Zeitfaktor. So, für mich hat fast alles eine ähnliche Wertigkeit. Natürlich kommt es immer darauf an, welches Thema drängt mich gerade. Wenn ich Natur male oder auch in der Natur mich befinde und male, ist es sehr oft ich erhole mich dabei. Mhm. So, ne? Es macht auch unglaublich viel Spaß,
Stillleben zu malen. Das ist einfach eine große Freude. Mhm. Und das unterscheidet es so ein bisschen von diesen Themen. Bei Natur erhole ich mich in der Arbeit. Aber du machst, du arbeitest immer im Atelier oder auch immer also im Atelier? Also zu 95%. Und womit beschäftigst du dich jetzt? Was hast du jetzt vor? Wieder eine neue Serie? Ja. Oder? Mhm. Ja, welche? Also ich habe eine Porträtserie gestartet, die sich in zwei Teile gliedert. Der eine Teil nennt sich Affenhaus. Und es sind acht große Leinwandarbeiten mit Primaten. Mhm. Und diese Serie ist abgeschlossen. Die habe ich auch schon ausgestellt, die ist also fix. Und auf die gegenüberliegende Seite, diese Primaten, weil wir sind auch Primaten, stelle ich dann Sapiens, ja. Menschliche Porträts. Ja. So, ne? Dieses Zusammenspiel, auch da wieder die Frage, wer sind wir, wer sind die? Sind die wir? Sind wir die? Wie gehen wir mit uns eigentlich selbst um und mit den anderen? Was ist Wertigkeit? Wer ist mehr? Gibt es das? Ist das Mehrwert? Sind wir Mehrwert? Was ist das? Also und auch in dieser Affenhaus-Serie, das sind Porträts. So, ne? Die Primaten schauen dich an. Sie schauen dir direkt in die Augen und werfen einfach Fragen auf. Damit beschäftige ich mich gerade und sobald es abgeschlossen ist, steht aber schon wieder die nächste Serie in Startlöchern. Das geht immer. Aber weißt du das schon heute? Oder? Ja, natürlich. Ja. Na klar. Du planst also im Voraus. Ja, das ist kein Zufall. Zeit. Nein, kein niemals. Zufall. Ja. Niemals. Ah ja. Na gut, also dann wünsche ich dir weiterhin sehr viel Disziplin, Danke. Viele Ideen und wir freuen uns schon auf die nächste Ausstellung. Eine kleine Applaus, meine Damen. Vielen nach Dank. Nach diesem Interview. Danke. Bravo, bravo. Ist toller. Zum Wohl. Ja. Prost. Na.